Let's play Assassin's Creed Origins. Wir machen weiter mit der nächsten Quest. Wir haben uns gerade ein bisschen aufladen hier. Und die heißt Der letzte Magi. In der letzten Folge haben wir nach einem langen und zähen Kampf tatsächlich dann am Ende Flavius gekriegt. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich den noch in meinem Rutsch kriege. Aber er hat doch die Spezialfähigkeit, konnte sie noch einsetzen und dann war eigentlich Finale, weil wir haben ihn bald eben kurz. Die lassen wir in Ruhe. Die brauchen wir nicht. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt. Nummer 2, ja. Wir wollen noch mal zu Aya. Wo ist denn die? Fragezeichen? Muss hier unten irgendwo sein. Oder was? Ist sie da unten drin? Ach, betreten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir da jetzt nochmal betreten müssen, aber gut. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Chemo hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Caesar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Aya, wir brauchen dich. So kann ich es nicht enden lassen. Aya, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. So, sprich ja letztes Mal mit Aya. Also doch, okay, ich hatte jetzt erwartet, gedacht, es wird tatsächlich den letzten dass wir den letzten Gegner nicht finden, weil er ja verschont wurde von Kleopatra. Wir erinnern uns. So, wo sind die? Da oben. Das heißt, ich brauche ein Reittier. Oh, lauf mir doch nicht immer die ganze Zeit vor, Stings. Na gut, ich hatte jetzt erwartet, das wird tatsächlich das letzte Ding, diese letzte Gegner jetzt nicht nochmal kriegen. Doch, wir kriegen sie noch, tatsächlich. Nö. Will er mir jetzt hinterher rennen? Nö. Entschuldigung. Aber doch, wir kriegen unsere, und zwar noch an Septimius und dann Caesar. Neue Orte deckt, die paar, die Phanos Militärvorräte, aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen da runter an den Strand, scheinbar. Klar, die letzte Rache, die haben wir gekriegt.
Die haben halt unseren Sohn gegeben. Nicht wir. Er hat Dings getötet. Flavius. Unsere Siege haben sich vervielfacht. Unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns. Und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klinge und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Ayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Quest abgeschlossen, der letzte Magi. Das war das schon? Kriegen wir nicht noch die Rache, oder? Ich dachte, wir könnten aus Septimius und Caesar töten. Ja, die fehlen uns ja eigentlich noch, die Liste. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Das ist quasi nicht mehr. Obwohl, doch, komm, machen wir es noch dazu. Ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Abibti. Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die. Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Ricken hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja. Welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Na gut. Probieren wir es. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht. So, was müssen wir jetzt machen?
darüber, da rein. Ja. Tyrrhenisches Meer. Ist das für Foxy das? Ein Geschenk? Nein. Ein Relikt. Ich will nicht darüber reden, Damastus. Ist das nicht Bajex? Überlass es mir, ich bringe es selbst zu Foxy das. Er liebt solche Dinge. Ich töte dich. Wie wär's damit? Ich bin nicht in der Stimmung für Diskussionen. Im Morgengrauen passierten wir Neapolis. Bei starkem Wind erreichte das Forum Romanum in 2 Tagen. Es ist aus zwischen euch, hm? Ich spüre es. Keine Entscheidung ist einfach. Du bist eine Auserwählte. Und nun bist du frei. Wie ich. So beginnt ein neuer Tag. Die sind alle scharf auf die. Klar, Bajek ist weg. So, was müssen wir machen? Segler nach Rom. Gut, wie soll Caesar neutralisieren? So, also schon mal haben wir dann alles. Ja, wir haben gar nichts mehr, ne, an Nebenquests. Wir haben ja, Bajek ist ja weg. Abgeschlossen haben wir ja sehr viel mittlerweile. Gut, in der nächsten Folge reisen wir dann nach Rom. Mehr Tempo! Würde ich sagen. So, wir müssen rüber. Naja, ich bin mal raus, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode bei Let's Play. Aber wir können es hier noch machen. Komm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, es ist ja eigentlich gar nichts passiert an dieser Folge. Das sind jetzt vielleicht 10 Minuten oder was auch immer und oder Viertelstunde und dann war's das schon. Wir reisen kurz nach Rom und das machen wir dann. Und dann in der nächsten Folge machen wir dann Caesar. Eine römische Flotte voraus. Siehst du sie? Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Du klingst ganz begeistert. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum. Das ist die Welt, in der wir leben. Weil ich muss mal gerade was gucken. Ziel. Wir haben gar keine Ziele, ne? Wir haben gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen gerade. Ich dachte, wir könnten Septimius töten. Und ja, Caesar werden wir wahrscheinlich jetzt in der Folge töten. Fall des Imperiums Aufstiegs eines anderen. Das wäre die nächste Quest. Also ich glaube, mit der Hauptstory sind wir an sich so durch. Erhöht das Tempo! Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Mehr Geschwindigkeit! Da kommen sie! Erhöht das Tempo! Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Alala! Alala! Die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist. Wenn das geschieht, Foxy, das wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lauthals mit. Ich nehme dich beim Wort. Glaub mir. Bist du da nur warten, bis wir da fertig sind? Bringen wir es hinter uns. Achtung! Ist da noch irgendwas hinter uns? Ja. Jetzt wartet nur noch einer auf den Abgrund.
So, Moment, warten. Tschüss. Sie hetzen Feuerschiffe auf uns! Die Feuerschiffe sind nie gut, weil die uns rammen sollen. Unsere Flotte ist zu dicht formiert. Sie erwischen uns! Wir sind in der Unterzahl! Da sind zu viele Höllenschiffe! Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt. Versenkt sie! Feuerschiffe voraus! So. Mehr Feuerschiffe in der Nähe! Bei den Göttern! Die sind überall! Wo sind die? Da. Zu früh, Scheiße. Wir müssen jetzt erstmal die Feuerschiffe töten. Feuerschiffe Backbord! So, der ist weg. So, dann geht's da als nächstes hin. Wir werden angegriffen. Deckung. Scheiße. Ist das erledigt? Poseidon, hilf uns! Das ist eine Armada! Haben wir die Feuerkraft, um dagegen anzukommen? Ich wüsste nicht wie. Unsere Flotte ist zerstreut. Die Verbündeten fort. Wir sind erledigt. Reiß dich zusammen, du alter Seebär. Rette dein verdammtes Schiff. Noch warte mal, zwei Okteren? Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe. Nein, nein, Brutus und Cassius, sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer, fürchtet dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho, ich hätte einer sein sollen! Und auch ein Philosoph! Was wir alles hätten sein sollen! Millionen Dinge, schöne Aja. Ja, wir müssen jetzt wieder ein bisschen auf Zeit spielen, so wie wir das schon mal gemacht haben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Deckung! Ja, wer hat's gesessen? Der war der Schlag. So, wir haben gerade ein bisschen Probleme, weil, glaube ich, beide Seiten uns gerade beschießen. Oder? Ne, tun sie nicht. Okay. Die ist schon mal weg.
So, wo ist die zweite jetzt? Wo ist die zweite jetzt? Ich sehe sie nämlich nicht. Wo ist die zweite Oktäre? Wo ist die zweite Oktäre? Ich hab die finde ich jetzt gerade nicht. Rudert schneller! Im Rhythmus bleiben! Ich habe eine versenkt, aber ich weiß nicht, wo die zweite ist. Da hinten. Mehr Tempo. Mehr Geschwindigkeit. Erhöht die Schlagzahl. Deckung. Sind noch zu weit. Rudert schneller. Wir werden angegriffen. Achtung. Oh, der hat sehr schön gesessen, der Bus. Der Schlag. Wir müssen wieder auf Zeit spielen jetzt ein bisschen. Ja, nice try. Wieder auf Zeit. Wir wissen ja, wie es geht. Wie gesagt, die versenken wir noch. Dann machen wir Feierabend und dann geht's wahrscheinlich ins Finale. Achtung. Treffer versenkt mit 3 Schlägen. Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. So, dann haben wir's. Das war mehr oder weniger schon die. Ja, war der letzte Magi. Rom, Theater des Pompeius. Es ist eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Okay. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Ich glaube, sie haben uns entdeckt. So, Lucius Septimus wird in der nächsten Folge unser Gegner werden.